Hallo, Herr Melvin. Hallo? Hallo. Hallo, nehmen Sie ein Bad? Nee, ich wollte eigentlich... Hier, sagen Sie schon. Ich habe immer noch diese Blumenaufgabe noch gar nicht fertig. Ist mir aufgefallen. Ach so, Seth möchte ja nicht mehr so viel haben. Ach so. Der wollte eigentlich jetzt nur noch von jedem 16 haben. Ja, das Problem ist, ich finde diese... Hier haben sie zum Beispiel welche. Ja, die habe ich ja in Übermaßen, aber ich brauche... Ich weiß gar nicht, welche ich brauche. Entweder die anderen davon oder die großen roten. Ich glaube, das waren die anderen. Oder ich glaube, das waren die anderen und die roten. Uff. Wir könnten höchstens mal gucken. Ich habe dem Fräulein Sissy eine gute Handvoll gegeben von allem. Ob das Fräulein Sissy noch was über hat, da lasse ich ihr halt eine kleine Geldsumme da. Mhm. Oder sie müssen jemanden beauftragen, der die Blumen für sie findet. Okay. Dann können sie ihr neues Haus bewundern. Bitte? Ja, kommen Sie einfach mal mit. Und jetzt schauen Sie sich Ihr Haus an. Was zur... Was? Naja, Ihre paar Holzstämme und Steine, die Sie da hatten, das sah nicht wirklich schön aus. Ja, ich bin auch nicht der beste Bauer, muss ich ehrlich zugeben. Ja, und jetzt haben Sie gleich... 2,5 Häuser. Ach du Heiliger. Oh, endlich ist der Regen vorbei. Aha. Wir können uns das gerne mal angucken. Das gehört ihr jetzt Ihnen. Gern. Okay, wenn Sie hinterherkommen. Also, Herr Melvin, wenn ich in Ihre Kiste gucke, das war alles Ihr privates Zeug. Da sind noch sogar noch Blumen drinne. Ja, aber ich bräuchte halt mehr. Ne, deswegen. 3 Peoni und 9 Guten Tag. Rosen. Oh. Und 9 Rosenbüsche. Ich mach die mal ganz unten in die Leiste rein. Wie? So? Hä? So wenig? Ja, und ich hab doch gesagt, er wollte nur noch 16 haben. Von jeder Sorte. Ja, von jeder Sorte. Und das sind die 3 dort unten, ne? Das heißt noch 3 Peoni und 9 Rosenbusch. Ach so, so meinen Sie das, okay. Sie können auch das, die Pflanzen irgendwo hinstehen und damit Knochenmehl größer machen. Oh, stimmt, das könnte auch gehen. Okay, das wird dann doch schwer. Könnten Sie sich dann da mal dran machen, weil ich würde Ihnen das dann auch alles halt abkaufen. Ja, daran könnte ich mich vielleicht mal setzen. Okay, dann Ihnen einen schönen Tag noch. Genau. Herr Darko. Sie wollten zu mir. Ja, die Bestellung ist noch nicht ganz fertig. Was habe ich denn... Oh, ich habe die Rückseite vergessen, oder? Das waren nur die Knöpfe. Aber von den Steinziegeln haben Sie nur 114 anstatt 116 gegeben. Da habe ich mich verzählt. Kommen Sie mal mit. Ja. Ich habe hier in der Kiste auch gleich schon. Nee, falsche. Hier. Da habe ich auch gleich die Rechnung hingelegt in echten Münzen. 42 Münzen würde das dann machen. So. Okay, genau. Alles klar, dann schönen Tag noch. So. Herr Eick? Ja. Herr Darko sagte mir, ich sollte mal hinterherrennen. Sie könnten mir Bücherregal bauen. Ja, wenn ich Bücher hab. Bücher habe ich. Von Olaf bekommen. Woher hat der Herr Olaf die Bücher? Das fragen Sie am besten ihn. Tja, das werde ich dann wohl mal machen müssen. Ich vermute aus irgendeinem Dungeon. Hallo Herr Olaf, ne? Eine kurze Frage an Sie. Woher oder wie kommen Sie an Bücher?
Naja, Bücher machen, dafür braucht man doch Leder. Da muss man doch Farmer sein. Und man muss doch auch Zuckerrohr dafür haben, um Blätter zu machen. Dafür muss man doch auch Farmer sein. Deswegen habe ich mir gedacht, dass man das als Farmer machen kann. Und wer verarbeitet das Zuckerrohr zu Papier? Ich. Und wer bindet das Leder ans Papier? Ich. Sind Sie Buchbinder? Nein, sind Sie jetzt doch Buchbinder? Nein, aber ich kann Bücherregale bauen. Ja, Bücherregale ja, weil sie braucht ja Holz für ein Bücherregal. Wie viele Bücherregale brauchen Sie denn? Eins. Also ich nehme nur Großbestellungen mit 64 Stück auf. Wollen Sie mich verarschen? Ja. Gut. Kommen Sie mit. Wehe, Sie pinkeln da rein. Dann pinkel ich in Ihr Abwasserloch. Wenn Sie das tun, darin angehen. Oder ist das überhaupt ein Abwasserloch? Keine Ahnung. Ja, ist ein Abwasserloch. Ach, Moment, Herr Ben. Herr Olaf, haben Sie das hier gesehen? Ich habe die Dreckwand ein bisschen nach vorne gezogen. Ja, habe ich gemerkt, dass Sie nur aber Ihre, Sie wissen schon, ist trotzdem noch zugänglich. Wie Ihre? Im Dreck. Ja, okay. Ja, das war's. Gut. Okay. Wo lässt man sowas eigentlich herstellen? Was? Sowas, was Sie auch oben haben. Hä? Diese Dinger, wo man. Du hast noch gar nicht bezahlt. Du hast noch gar nicht bezahlt. So macht. Ja, gebe ich dir gleich, Olaf. Nee, brauche jetzt. Hä? Okay, wie viel waren's? Ja, 3 Münzen. Für die 3 Münzen. Diese Dinger, wo man. Die es auch im Rathaus gibt. Wo man so. Ach so, der Herr Darko stellt die her mit so einer Perle von den schwarzen Monstern und Wolle. Okay. Aber es gibt auch einen, der, wenn man eine Aufgabe für ihn erledigt, da kriegt man, glaube ich, 3 Stück oder so. Ich muss mal kurz was nachdenken. Ja, okay. Ja, Herr Ben schläft immer noch. Ah, sind Sie wieder wach? Ja. Dann bräuchte ich jetzt die Bücher. Mhm. Für was brauchen Sie eigentlich das Bücherregal? Ich will mir endlich mit meiner Magie anfangen. Ach so. Ein Iron Coin, das reicht. Oder beziehungsweise ich schreib's an, wenn Sie mal wieder ein bisschen mehr Geld haben. Nö, ich habe gerade erst gefarmt, also ich habe im Moment ein bisschen. Okay. Haltbar. Dort zwar noch ein bisschen, bis ich was zu der Rüstung zusammen habe, aber das kann ich bezahlen. Alles klar. Jo, dann vielen Dank. Bitte. Ciao. Tschüss. Jo. Oh Mann. Los, geh da hin. What? Oh shit. Hilfe! Er hat aufgehört. Also wenn er mich jetzt nochmal angreift, töte ich ihn. Was haben Sie da für eine Maske auf? Eine Kartoffelmaske. Ich bin eine Kartoffel auf der Überholspur. Sie sind eine Kartoffel? Ja. Das ist das Einzige, was Ihr Schüler hinbekommen hat. Aus Kartoffeln, also, aus Kartoffeln Gesichter zu machen. Ach ja, und er hat ihr Gehirn aufstellen. Danke. Er hat sich sein Gehirn rausgeschnitten und das in Glas gepflanzt. Das glaube ich eher weniger. Auf jeden Fall ist dann. Naja, also das Glas da oben spricht für sich, was am Haus hängt. Das habe ich gerade da oben hingestellt, dann das nervt hier. Das flüstert uns immer zu. Nicht schon wieder. Ich glaube, Ihr Schüler betreibt schwarze Magie. Ja, das der ist ertrunken und dort tauchen jetzt überall immer Skelette auf. Immer? Ja. Also so alle paar Sekunden, ne? Vielleicht muss er mal ordentlich durchgeleuchtet werden. Er ist im Schlaf ertrunken. Oh. Seine Hunde haben ihn da reingeschubst. Das heißt, nicht mal seine Hunde können ihn leiden. Ja. Ja, das ist traurig. Irgendwie schon.
Naja, das ist schon ein Gehirn eben da oben. Das ist sein Gehirn. Das sieht aber ganz schön komisch aus. Ja. So sollten Gehirne, glaube ich, nicht aussehen. Ja, ich glaube, da war erst das von einem Zombie drin. Dann hat er das rausgenommen und da hat er irgendwie Experimente dran gemacht und dann hat er seins da reingepflanzt. Das ist meine Vermutung. Es kann natürlich auch sein, dass er seins da rein, dass das nicht seins ist, aber ich vermute schon, dass es seins ist, denn er ist ziemlich dumm. Was soll ich dagegen sagen? So wie er immer mit seinem Zauberstab rumwedelt und. Ne, darf er jetzt nicht mehr, sonst bringe ich ihn um. Stundenlang versucht, einen einzigen Zauber zu wirken. Den einzigen Zauber, den er wirklich kann, ist der Cloud-Zauber. Und der andere Leute in der Luft fliegen lässt. Ja, gut. Wenn dann trifft. Eventuell werden der ihn auch auf sich selbst dann. Was okay. Sie sind ertrunken. Ihre Hunde haben sie nach dem Kühl geschickt. Haben sie nicht. Sag mal, haben sie ihr Gehirn verloren? Ja. Oh. Das habe ich auf jeden Fall in das Glas gestellt. Also, doch, richtig. Solange er niemandem wehtut, kann das Gehirn ruhig da bleiben. Würde ich das Gehirn mir wieder einsetzen, würde ich viel zu. Übrigens, sagen. Ein Kopf von ihm hängt auch schon da drüben bei Herrn Darko da rum, also. Ach. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin schlau, Olaf. Kann jemand bitte das Gehirn da rausfischen? Darf ich den Herrn Olaf? Ich fasse das nicht an. Ja, von mir aus, ich hab's nicht gesehen. Ich bitte Sie, dies nicht zu tun, da dies eine sehr äußerst schlimme Nebenreaktion herbeiführt. Nehmen Sie Ihr Gehirn wieder. Bitte. Mein Gehirn ist schon drin. Sehen Sie nicht das wunderbare nicht. Monokel. Ich bin einer der Schlauen. Was heißt für dich schlau? Moin. Ich bin der Olaf. Servus. Guten Tag. Ich bin der verehrte Herr. Also, nein, ich hab nichts dagegen. Ich auch nicht. Na, nee. Wir haben es nicht gesehen. Kommt es eigentlich, dass ich nicht sterbe? Das müsste ich auch mal erforschen. Das ist schwarze Magie. Schwarze Magie ist verboten. Findest du, noch einen Schritt nach hinten gehen? Achso, nach hinten. Ja. Nee. Guck zu mir und geh nach hinten. Warten Sie. Jetzt guck ich zu Ihnen und geh nach hinten. Sie gucken eben nicht zu mir. Doch, ich sehe ihre Augen und ihre Brille über den Augen. Das ist keine Brille. Was ist denn? Das ist eine Brille. Das sind zwei. Jetzt machen sie endlich das hier. Gläser. Meine Güte. Oh, ich habe meinen Kopf bekommen. Oh nein. Vielleicht ist da ja ein Gehirn drin. Sie sind ein richtiger Dickschädel. Wussten Sie das? Ich habe einen Dickschädel. Was ist das überhaupt für eine Maske? Das ist mein okay. Ich bin Batman. Guten Tag. Gott, wo bin ich gelandet? Im Irrenhaus? Das freut mich jeden Tag und ich wohne. Herr Olaf. Mann, ich gebe Ihnen jetzt zwei Coins und Sie fertigen mir so schnell wie es geht nochmal so eine Maske an. Oder ich bin unterwegs. Aber das ist eine sehr gute Entscheidung. Und manchmal ab und zu, und dann tut er sich ja sein Gehirn rein, dann ist er einigermaßen zu ertragen. Ja. Es könnte auch sein, dass er immer ein Zombie-Gehirn einpflanzt, aber das will ich gar nicht nachdenken, oder? Hast du ein Ho? Da. Haben Sie ein Ho? Darf ich trinken? Ja, dürfen Sie trinken. Wer hat keine Ho? Haben Sie eine Ho? Hab ich dich schon gefragt, nein, hab ich nicht. Hast du jetzt noch mehr? Ey, wofür braucht ihr die jetzt alle? Na, Herr Olaf, was steht hier? Barrys Clown verboten! Herr Melvin, wo ist der Herr Melvin? Herr Melvin, ja. Ihr Schüler hat mich beklaut. Er klaut meine Bären. Ich hab an jeder Seite so ein Schild stehen. Er klaut und jetzt ist er so einfach. Der klaut sie und ist sie einfach. Nein. Barrys Clown erwünscht. Schade, dass ich drei Schilder davon hatte. Ne, das reicht mir jetzt, Herr Olaf. Das reicht mir. Also. Wie? Strafe muss sein. Da ging er. Was kostet mit so einem Wein? Der ist echt lecker. Moment. Ich kann Ihnen hier einfach mal die Flasche geben.
Warten Sie mal, ich komme gleich wieder. Ich hab daneben geschossen. Ach, der Herr Olaf. Rockstar, Dancer, Killer, Drop, my love.